Ey, das kotzt mich total an. Der Junge hätte eigentlich Beamter werden sollen, ja? Ganz ehrlich, der kommt um 2 Minuten vor Arbeitsbeginn und das seit, keine Ahnung, seit den 4 Jahren, wo er hier arbeitet. Das ist halt irgendwie widerlich. Keine Ahnung, bei dem gibt es keine Staus, keine Autoausfälle, nix. Der ist halt immer 2 Minuten vor Arbeitsbeginn da und ich sehe immer aus wie der letzte Vollidiot, weil ich mal 2, 3 Minuten zu spät komme, ja? Nee, wirklich. Also morgens um 10 im Büro zu stehen, beziehungsweise 11, 12, 1, 2, ist für mich eigentlich selbstverständlich. Wisst ihr, wenn der Kamels kommt? Ja, der ist noch nicht da, ne? Ja, komm. Hat er dir irgendwie Bescheid gesagt, wann er kommt? Ja, hier. Ja. Flo gibt sich immer Mühe. Schafft es dann aus irgendwelchen Gründen aber immer nicht. Was weiß ich, die Bahn kommt nicht pünktlich genug oder das Auto hat einen Platten oder der Hamster hat gezwickt oder die Katze ist mal wieder über den Autoschlüssel gelaufen. Alles so Problemchen, die er hat, um dann hier nicht pünktlich anzukommen. Aber mein, was soll's, ne? Dafür tut er es uns genug. Ja, hier war alles zugesperrt und so. Ja, Stau und Bahn kam auch ein bisschen später und außerdem, mein Hund hat auch gestorben und ich musste noch den Herrn Wolf abholen vom Flughafen und meiner Oma musste ich noch ein paar Arzneimittel von Apotheke besorgen. Für nächste Woche haben wir ja BBO. Haben wir nicht nächste Woche. Kabal Online, BBO danach die Woche. Danach die Woche auch Herr der Ringe Online. Das ist auch ganz schön mit dem neuen Patch. Gucken wir mal, was wir da kriegen. Und lassen wir uns mal überraschen. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, der Wille zählt. Und ich denke mal, den kann man perfekt auf Florian Kamels anwenden. Florian ist immer der Erste, der hier schreit, sobald es irgendwas zu machen gibt. Immer, was weiß ich, man hat die tollsten Aufgaben, die schwierigsten Aufgaben. Und er steht immer in der ersten Reihe. Immer schreien hier, hier, hier. Ich kriege Unterstützung. Krieger sind eh größer All. Okay, am Ende macht es dann doch jemand anders, weil er aus irgendwelchen Gründen verhindert ist. Ist halt so, ist ein Problem, aber ich rechne ihm sehr hoch an, dass das, also dass zumindest der Wille da ist. Komm, verpiss dich. Noch nicht so viel gemacht. Hau ab jetzt. Weil du vielleicht überprüfst, dass andere recht groß machen, weil die Anarbeitspläne eigentlich gefahren werden sollten. Arbeitsmoral? Arbeitsmoral und Frau Senkball? Ach, hör mir auf. Nee, geh weg. Der ist ja so blöd, der kriegt ja nicht mal mit, dass ich überhaupt nicht arbeite. Ja? Der hat ein riesen schlechtes Gewissen, weil er denkt, der macht nichts. Ja? Und ich würde alles machen, aber in Wirklichkeit bin ich halt so unglaublich klug und manipuliere ihn halt, dass er 90% der Sachen alleine macht. Ich schreibe mal ab und zu in den News und so, damit ich auch mal was habe, was ich vorweisen kann. Aber sonst, Arbeitsmoral und Phil, er denkt, er hat keine, aber eigentlich ganz gut. Ja, ich grüß Flo, der arbeitet hier gerade schwer. Deswegen, der ist überhaupt nicht ansprechbar. Der hat sich gerade schon mokiert, dass wir hier zu laut reden, weil er so konzentriert ist. Das ist ein bisschen, kann nichts machen. Ja, der hat sich echt bereit erklärt als Experte. Immer herzuhalten. Finde ich total super von ihm und ich finde auch gut, dass er sich da reinhängt. Schauen wir. Daniel, super, wir haben alles. Wir hören uns dann später. Wenn was ist, schrei ich. Bis dann, tschüss. So, Flo, du wolltest was News freischalten, ne? Weil du es gerade nicht schaffst, oder? Genau, schalt mal mit dem paar BOB. Geil, wenn du den Loot noch verlinkt hättest, dann wäre... Ja, wie? Hm. Machst du das noch? Ich habe die News gar nicht geschrieben. Aber du kannst den Loot trotzdem noch verlinken. Mach das selber bitte, ich hab doch so viel zu tun.